Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Amazing Spider-Man. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die wunderbaren Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir stehen hier auf den Dächern von Manhattan und wir sehen ganz schön zerrissen aus. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich will die Kostüme suchen und ich habe damals nur die Konsolenversion gespielt. Das hier ist die PC-Version und in der Konsolenversion musste man Symbole fotografieren. Und an der Stelle, wo ich in der letzten Folge war, das war richtig. Aber hier in der PC-Version gibt es diese Symbole nicht. Man muss diverse Aufgaben erfüllen und nur dann bekommt man Kostüme. Ich habe keine Ahnung wieso, aber so ist es eben. Wir können es nicht ändern und deswegen haben wir jetzt erstmal keine Kostüme. Und ja, die Kostüme zu bekommen ist ein bisschen schwieriger. Also mal gucken. Wenn wir die Story durchspielen, bekommen wir Kostüme. Wenn wir alle Überfälle machen, bekommen wir Kostüme. Wenn wir die ganzen Verfolgungsjagden machen, bekommen wir Kostüme. Oder wenn wir natürlich alle Comics einsammeln. Dann gibt es auch lecker, lecker Kostüme. Die Kostüme sind so ein bisschen das Highlight in Spider-Man, denn die sehen wirklich verdammt gut aus. Schon damals auch in Teil 2 sahen die geil aus. Und komm schon, ich will das Comic. Crap it. Ab und zu ist es echt merkwürdig. Ihr jumpt mies an dem Comic vorbei. Ja, nur Spider-Man kann eine Wand runterrennen. Kerze gerade. Komm schon, das will ich jetzt noch haben, oder? Das nehmen wir noch mit. Wo ist es denn hin? Die Dinger sind aber auch flutschig. Meine Comics sind verdammt klebrig und flutschig. Okay, okay, okay. Und snap. Das nehme ich. Nice, na also. Gut. Hier drüben wäre noch eine kleine Verfolgung. Ich würde sagen, die machen wir schnell. Wieso eigentlich nicht? Oh, hier ist ja noch ein Comic. Es gibt hier so viele Comics. Alter, wie viele Comics sind denn hier drüben? Wie viele sind es denn eigentlich insgesamt? Ich dachte 100. Aber ich glaube, es sind mehr. Weil dann hätte ich ja schon beinahe die Hälfte gesammelt. Und so schnell ging das nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Weil die PC-Version ist ein bisschen anders. Kann's gar nicht sagen. Was haben wir denn hier? Und perfekte Landung. Wo ist die Bullenschleuder? Die ist doch irgendwo da vorne. Auf geht's! Böse Buben wollen fliehen, aber nicht, solange die Spinne am Start ist. Ha! Shotgun? Nope. Komm schon. Zack. Eingesponnen. Easy going. Easy going. Nice, ich liebe diese Verfolgungsjagden. Die machen richtig Laune. Okay, wir müssen leveln. Also, wir müssen einmal hier hin. Jede Menge Sachen zum Leveln. 3 Punkte. Wir nehmen uns den Boost. Der Boost ist gut. Dann nehmen wir uns Überraschungsangriff. Ist auch gut. Und wir nehmen uns das hier noch mit. Den Timer. Was haben wir hier Schönes auf der Seite? Wandexplosion. Kampfresistenz auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben ja gesehen, wie stark die Gegner sind. Und ich würde sagen, wir nehmen uns noch die Netzreichweite. Das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Aber die Resistenz, die muss man unbedingt mitnehmen. Aber sehr, sehr schade, dass ich hier nicht einfach die Symbole abfotografieren kann und bekomme coole Kostüme. Ich meine, es gibt ja schon ein bisschen Sinn. Es war ja auch relativ easy. Oh, Comic, 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 Comic. Gib mir dat Comic. Sieh sich das einer an. Sieh sich das einer an. Ich habe einen Comic gefunden. Oh Wunder, oh Wunder. Okay, hier drüben ist ja noch eins. Das meine ich. Es müssen doch mehr als 100 sein. Ich sollte mir ein Abo holen. Im zweiten Teil waren es da 100 Stück. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon wieder alles so lange her. Komm schon. Yes. Das war echt wert. 49. Was passiert bei 50? Irgendwas Magisches wie ein Kostüm? Hier drüben ist noch eins. 10:22. Angriff gemeldet. Over. Schwupps. Das muss ich nochmal machen. Comic freigeschalten. Oh yeah. Und jetzt 80 Stück.
Und hier sind noch so viele, so easy mitzunehmen. Schaut euch das an. Never sind das nur 100. Ned, das will ich. Das will ich. Seiten. Oh ja, gib sie mir. Ich bin Spider-Man. Und husch, husch, husch. Wird das so funktionieren? Es muss. Das ist unsere einzige Chance. Ich will ja nicht hetzen, Doc, aber Beeilung. Die Zeit wird knapp. Mal sehen, was du zu bieten hast. Weitere Berichte über Opfer, die von den Kreaturen gebissen wurden. Und ja, wie schon erwähnt, entkamen diese aus den Oscorp Towers. Die Infektion wurde als Epidemie eingestuft und der Seuchenschutz hilft den Stadtoberen bei der Bekämpfung. Die bereits Infizierten haben andere gebissen, sodass sich die Infektion noch schneller ausbreiten konnte. Die Menschen werden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Derzeit ist unklar, ob die Behörden eine stadtübergreifende Quarantäne planen, was die Insel von Manhattan von den anderen Bereichen abschneiden würde. Ich kontaktiere Gwen. Gwen, bist du da? Hi, Pete. Geht es dir gut? War schon besser, das steht fest. Ist das Gegenmittel fertig? Beinahe. Kannst du es noch ein bisschen aushalten? Mir geht's gut, aber bei einigen ist die Infektion weiter fortgeschritten. Warum bauen wir auf Connors? Können wir ihm vertrauen? Er tut wirklich, was er kann. Er sollte es schneller tun. Dr. Strom sieht gar nicht gut aus. Er soll aufhören! Trinkt etwas Wasser! Er soll aufhören! Zurück! Lasst ihn atmen! Nein! Es darf nicht! Helf mir! Oh mein Gott! Er krümmt sich! Er hat einen Anfall! Nein, er verwandelt sich! Oh nein! Dr. Strom! Atemkreuzung entdeckt. Angriff. Atemkreuzung entdeckt. Angriff. Lass mich los, du Metallmonster! Nein! Lass ihn los! Du tust ihm weh! Runterlassen! Dr. Strom, nein! Was ist da los? Gwen! Die Roboter, sie holen Dr. Strom! Es sieht aus, als wollten sie ihn töten! Sie müssen darauf programmiert sein, jeden mit Atemkreuzungs-DNA zu verfolgen. Pete, schnell! Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Ich komme, Gwen. Versprochen. Ich hol dich da raus. Ich muss gehen, nur mach schnell. Alles wird gut, Peter. Gwen ist ein zähes Mädchen. Sie kommt durch. Okay, da haben wir es. Das da? Ja, das. Das ist es. Vielen Dank. Ich dachte, es würde irgendwie etwas futuristischer aussehen. Es ist noch nicht getestet, aber ich habe eine Simulation laufen lassen. Es sollte wirken. Schon okay. Wir haben keine Zeit zum Testen. Ich traue Ihnen. Danke, Peter. Ich danke Ihnen. Wir feiern später. Ich gehe zu Oscorp. Stellen Sie Massen von dem Zeug her. Wir werden es brauchen. Oh nein, Dr. Strom! Ich bin mutiert! Ach, die Dialoge, die sind so mega hart trashig. Oh, Daddy hat ein Kostüm. Ja, guck mal hier. Schwarz und elegant. Na also, geht doch. Endlich. Modisch. Perfekt für die Nacht, oder? Auf geht's. Mann, wir sehen gut aus. Wir sehen richtig, richtig gut aus. Spider-Man, Spider-Man, nicht mit mir. Joe Spilia Treff, 8-Ball am Apparat. Spider-Man? Whitney, was ist los? Ich hab was Explosives für dich. Sollte das nicht eigentlich genau andersrum laufen? Möglicher Übergriff in einer Gasse. Over. Also, was hast du? Erzähl. Was hat sie denn für mich? Hat sie es gar nicht gesagt. Irgendwas Besonderes, was richtig Besonderes. Boah, die Kostüme sehen cool aus. Aber das hier ist noch nicht mal wirklich besonders. Es gibt viel, viel geilere. 10-10, Schüsse vor einem Pfandleiher. Fordere Verstärkung an. Over. Räuber, Polizisten und Schüsse auf der Straße. Alles klar. Das ist genau mein Ding. Und Comics jagen. Kann ich auch richtig gut. Katz- und Maus-Spiel fehlt noch eine Spinne. Habe ich das gerade eingesammelt? Nee, oder? Ist doch hier oben immer noch. Ab und zu diese Comics. Ich sag ja, die sind total flutschig. Flutsch-Comics. Harte Flutsch-Comics. So, aber jetzt. Sind teurer geworden, aber catch a comic. Jeden Cent wert. Okay, warte mal, hier drüben ist so eine Heli-Nummer. Und hier ist auch noch irgendwas. Hier unten in den Gassen. On the streets. Zack. Perfekte Landung. Körper.
muss er es ausbügeln. Jetzt muss er es ausbügeln. Der Mann hat euch gerettet. Zurück, Leute, zu eurer eigenen Sicherheit. Zurück. Schön da bleiben, ja? Ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden und wische hier deine Kotze weg. Na, wird dir schlecht? Bitte nicht in meinen Nacken kotzen. Das wäre sehr, sehr lieb. Dankeschön. Hui. Bitte. Bitte nicht auf den Anzug sabbern. Haha! Und Landung! Vorsicht! Das sind ein paar verdammt scharfe Nägel. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Ja, schneid dir mal die Fingernägel. Das wäre nett. Bist doch ein Kerl. Da geht er hin. Der gut aussehende Spinnenmann. Gibt's irgendwas Cooles, Wichtiges? Ein Comic sehe ich da hinten noch. Was ist das da? Wow! Komm sofort zurück! Was bist denn du? Okay, irgend so ein Ding. Irgend so einen kleinen Robo-Nippel habe ich da weggeschossen. Ich glaube, das war so eine Kameradrohne. So, gehen wir mal zu der nächsten Mission. Ich sollte mir ein Abo holen. Ein Abo. Leute, macht ein Abo. 10:30, Raubüberfall. Over. Zeit, die Party zu stürmen. Ja, was ist denn jetzt hier mit dem Comic? Das sind zwei. Entscheide dich mal, Speedy. Spinnenfreund. Nein, nein, nein. Da war ich ein bisschen zu creepy. Möglicher 10:22. Ich hab's immer noch nicht. Komm, das war doch perfekt. Es gibt keine kleinen Verbrechen. Doch, gibt es. Und zwar Comics. Das sind die kleinen Verbrechen. Wer sagt, Print ist so gut wie tot? Was macht man nicht alles für sexy Kostüme? So, hier drüben ist noch ein kleines Verbrechen und dann gehen wir zu der Story-Mission. Wir werden so ein bisschen mischen. So einen kleinen Mischmasch, ein bisschen Story, ein bisschen Nebenmission, alles ist drin. Das Let's Play ist eben so eine kleine, bunte Wundertüte. Ich hab schon immer gern gelesen. So, noch ein Comic. Bin mal gespannt, was bei 100 passiert. Ich sollte mir ein Abo holen. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das schwarze Kostüm jetzt bekommen durch die Mission oder... Ja, die Menschen. Die Menschen sind die wahren Monster. Danke. Lady. Ausgestoßene müssen zusammenhalten, was? Als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft haue ich die weniger freundlichen Nachbarn gerne aus den Socken. Warum? Trotzdem, seien Sie vorsichtig. Bist du ausgestoßen? Und warum hast du ein Foto gemacht? Warum machen die sofort Fotos? Erstmal ein Selfie. Black Spider-Man. Für Zivilisten ist hier gesperrt. Ich bin kein Zivilist. Ich bin Spider-Man. Es geht direkt ins Krankenhaus. Ich verspreche es. Ab ins Lazarett. Alter, der Alten muss es doch richtig schlecht werden. Wir sind fast da. Comic? Wollen wir uns gemeinsam hier einen Comic holen? Ich glaube, das geht nicht. Abgefahren. Nee, das geht nicht. Aber sie hat Spaß. Versprochen. Ah, Spider-Man, darauf würde ich nicht wetten. Es dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Gott sei Dank kann man die Kostüme gut reinigen. Einfach mit dem Schlauch abspritzen und schon bin ich wieder frisch. Lady, ich kann Ihnen unter den Rock schauen. Was haben wir denn hier? Nettes Höschen. Die perverse Spinne aus der Nachbarschaft. Gefahren, gut. Ich sehe mal nach, ob ich noch mehr finde. Danke, Spider-Man. Ich muss mich erstmal übergeben. Okay, machen Sie das. Viel Spaß beim Kotzen. Wer hat mich gerufen? Mann, ich freue mich schon, wenn das nächste Spider-Man-Spiel kommt. Okay, das müsste passen. Weil Spider-Man hat einfach so ein geiles Feeling. Ich meine, das Spiel hier ist 5 Jahre alt. Aber es macht trotzdem noch richtig, richtig Laune. Oi, Comic. Noch mehr Comics. Mucho Comics. Jetzt bin ich nass. Festen, trockenen Boden. Ich bin gerne nass, weil... Moment, Comic. Was ist das? Weil ich so die Kotze von den Infizierten loswerde. Und nochmal nass. Kalt, 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 kalt. Ist wahrscheinlich wirklich kalt. Ah komm, das will ich jetzt aber noch. Sieh sich das einer an. Das hier drüben hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Wow, da ist aber nichts zum Schwingen. Dieser Teil vom Big Apple ist echt verfault. Ach egal. Hier ist ja auch noch eins. Genau.
Genau so will ich das haben. Und da ist auch noch eins. Ich sag ja, das sind mehr toll. Als 100. Never Alles sind klar. das nur 100. So, jetzt aber hier, zack. Story. Hab's ja gesagt. Und genau das tun wir jetzt. Aber ich hab so eine Sammelleidenschaft. Ich hab so eine mega krasse Sammelleidenschaft. Eins für die Sammlung. Ein Sack voll Comics. Business macht. Business macht. Okay, Spinnenboy. Wir müssen rüber zu Oscorp. Ja, was haben wir denn hier? Aber das Geile ist, die Comics kann man halt schön hier einsammeln. Es macht sogar Laune, die Comics einzusammeln, weil man eben richtig Bock hat, hier durch die Gegend zu schwingen. Ist einfach unverschämt cool. Was war denn das? Was war denn das eben gerade für ein Punkt, wo ich hin geschwungen bin? Müssen wir hier hin? Ich glaube schon, ne? Ja, da müssen wir hin. Ach, Comic, ich hätte dich so gerne. Wo bist du? Hier drüben. Nein. Ach, es ist immer so rutschig. Ja, dann auf zum Tower. Da, wo die Seuche ist. Peter, wo bist du? Ich bin zurück und ich habe das Gegenmittel. Dieses Artenkreuzungsvirus ist Geschichte. Ist es von Connors? Ich weiß nicht. Was du auch denkst, Connors würde nicht zulassen, dass dir etwas zustößt. Und ich auch nicht. Die Stadt sieht nachts immer lebendiger aus. Das war nicht gut. Nicht in die Säure sprengen. Schnell hier weg mit dem. Du bleibst wohl besser da. Ich schaffe das Ding einfach durch eine Wand. Sieh sich das einer an. Was ist denn hier passiert? Ich sag's Ihnen, wenn sich diese Infektion weiter ausbreitet, ist sie morgen früh nicht mehr am Leben. Hör auf zu heulen! Das gilt für alle! Wir sind noch nicht sicher. Nicht bevor dieses Ding erledigt ist. Okay, dann geh du mal da drüben hin, der andere geht hier lang und du da. Ja, genau du. Du gehst an die Decke. Du kleiner Lümmel. Du bist raus! Wisst ihr, was für ein Spiel ich mir wünschen würde? Ein Spawn-Spiel. Ich weiß, es gibt ein Spawn-Spiel, glaube ich, für die PS1 oder war es die PS2? Ich glaube sogar, es war die PS1. Und weiter mit dir. Schon uralt. Aber Spawn ist eben nicht mehr hip. Nicht mehr angesagt. Nicht mehr massentauglich. Was sehr, sehr schade ist. Du bist draußen. Ein weiteres The Darkness-Spiel wäre auch gut. War ich eh total verwundert, dass The Darkness es geschafft hat. Weil The Darkness ist eigentlich genauso ein Nischen-Comic wie Spawn. Hat seine Fans, aber trotzdem ist es kein Mainstream. Spider-Man ist halt wirklich super mega bekannt. Hier ist doch noch irgendwas. Ah, hier drüben. Eine Comic. Für mich. Na komm, geh da hoch, Spinnenboy. Oh, hey da! Puh! Will nur kurz durch! Deine helllichten Tage sind vorbei! Sieh an, wer wieder in der Stadt ist! Ich sehe! Das sah nicht gut aus! Ach nein, noch so einer! Da kommt noch mehr! Shieldy Boy! Na, wie schmeckt dir das? Boom! Zack! Spider-Man ist böse! Richtig böse! Und was ist da drüben los? Mutanten gegen Personal? Gegen Ganzkörperkondome? Da war wohl jemand fleißig. Okay, wen hole ich weg? Die Mutantenwissenschaftler oder die Kondommänner? Du bist erledigt. Ach, immer diese Auswahl. Spider-Man! Spider-Man! Sehen, ob dir das passt. Komm schon. Boom. Du kriegst auch nein, 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 nein. Jetzt aber Boom. Du kannst nicht gewinnen. Zack. Irgendwie habe ich jetzt Bock, The Darkness zu spielen. Eigentlich gar nicht so eine dämliche Idee. Teil 1. Teil 2 habe ich ja schon zweimal Let's Played. Mann. Schaut euch unbedingt mein letztes Let's Play zu The Darkness an.
The Darkness 2. Eigentlich richtig geil, das Spiel. Und hier noch ein bisschen was mitnehmen. Folge dem Schimmel. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Oh ja. Oscorp. Mensch und Maschine. Oh, Smite ist eh so ein Bastard. Ich finde halt, das Spiel hat eine geile Grafik dafür, dass es 5 Jahre alt ist. Ist gut gealtert. Besonders die PC-Version halt, ne? Also. Es gibt Spiele, die kommen heute raus, die sehen beschissen aus. Diese Erfindungen machen, diese Monster erschaffen. Ich kapiere das einfach nicht. Hier ist es besser als in den Oscorp Towers. Ich hatte eine Schicht in Smiles Labor und eine Wache hat mir fast ein Bein ausgerissen. Du musst dich nicht mehr verstecken. Komm raus und kämpfe! Aber Alistair ist ja auch infiziert. Ist das? Ich hab ihn verloren! Da bin ich doch wieder und ich muss wieder weg. Schusswaffen mag ich nicht so gerne. Ich bin verschwunden. Shadow Man. Uiuiuiuiui. Na schön. Eine Runde blaue Augen für alle. Und hier drüben hin. Hab ihn verloren. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, wie dämlich ich bin. Hoffentlich werde ich entlassen. Ja, hoffe ich auch. Bereit zum Aufgeben? I'm black, bitch. Wow. Der Mann steht aber durch. Ist alles okay? Mission ausgeführt. Wovon redest du bitte? Der Aufzug. Er ist außer Betrieb. Dauerhaft. Du hast den Aufzug lahmgelegt? Etwas übertrieben, findest du nicht? Ganz ruhig. Ich sag einfach, du warst es. Oh, danke, nett. Kratzspuren in der Lüftung. Ist das gut? Muss ich mir Sorgen machen? Welch tumorartige Kreatur lauert hier unten? Oh, nice, Technik. 150, das ist schon ziemlich viel. Auf einmal sprudelt hier einiges rein. Ah, was nehme ich mir denn für 150? Eine Wandexplosion, eine Netzstärke. Ich glaube, wir sparen. Hier habe ich wieder einen Punkt, den können wir ausgeben. Doppelte Bedrohung. Überraschungsangriff. Ja, ich glaube, da hau ich nochmal einen rein. What the fuck? So viel du willst. Du darfst nicht rein. Oh, wow, verdammt. Langsam bekomme ich ein bisschen Schiss. Ich glaube, mein schwarzes Kostüm ist feucht. Hey, such dir einen eigenen Schacht. Aber das meine ich. Die Animationen sind echt geil in dem Spiel. Spider-Man sieht einfach so realistisch aus. Das gefällt mir so. Halt deine Freunde nah bei dir. Deine Feinde noch näher. Zerstör die Generatoren mit den Wachen. Was? Genieß die Zeit alleine. Moment, ich muss... ich muss sie da reinwerfen. I understand. Okay, warte mal, dann jump ich hier. Ja, ich will dich doch hier... Ich spit dich ein bisschen zu. Ah, das war nicht gut. Boah, noch einen. Wir brauchen einen weiteren Timmy. Timmy-Bot. Braucht ihr wirklich keine Verstärkung? So, und jetzt... Zack. Na also, läuft. Nicht gierig werden, Jungs. Nur ein Schlag pro Kunde. Irgendwas fehlt noch. Hier drüben ist auch noch eins, oder wie? Komm mal hier auf die Seite, kleiner Robo-Freund. Spuck, 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 spuck. Und schon bin ich durch. Moment. Aha. Warte. Hier. Aber jetzt. Yes, Mama. Oh oh. Schwere Jungs mit schweren Waffen. Und du natürlich.
Ich hab was gegen deine Erkältung, aber du wirst es nicht mögen. Lass uns spielen. Muss ich dir aus dem Weg räumen? Ich mach ja. Das bin ich erstmal weg. Ah, der Skorpion. Hey, komm sofort zurück. Catch a lover. Hier. Tut, tut. Man weiß nie, wo als und weg mit dir. Wo ist der andere? Beeindruckend. Ich weiß. Ich bin beeindruckend. Tipp, tipp. Du bist draußen. Yep, der ist draußen. Okay. Skorpion. Noch irgendwas hier zum Mitnehmen? Ich mache hier meine Runde. Ich meine, was zu hören. Ha, oder auch nicht. Doch, 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 doch. Hier. Hä? Da lag was? Magazine. Erstmal hier hin. Kann man das nicht einfach zack, 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 so und dann boom? Ich bin doch ein Meister der Vernichtung. So, hier oben wieder mal ein Heftchen. Kleines, spannendes Heftchen für mich. Mit schönen Frauen drin. Muttern und Schrauben. Schrauben und Muttern. Oi. Pfui. So viel Sicherheit. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Also der Plan sieht so aus, wir jumpen hier hin und jumpen ganz schnell dahin. Yes, und dann jumpen wir hier drüben hin. Geben die Teile? Ja, die geben Teile. 310. Korrekt. Verdammt korrekt. Ich glaube, da muss ich ganz schnell durch. Eine Spinne im Mixer ist keine gute Sache. Schnell. Speedy Boy. Avanti, avanti. Wie jetzt nochmal die ganze Nummer? Ist ja beinahe der identische Raum. Also hier und dann ganz schnell hier hin. Dann von hier ganz schnell dahin. Und noch natürlich hierhin wegen Le Comique. Dann quetschen wir uns mal durch. Ah. Noch ein Comique. Etwas leichter wäre schön gewesen. Aber wir haben es geschafft. Ich wusste es. Spider-Man. Das Wunderkind kehrt zurück. Und was ist das? Es heilt die Infektion. Bei allem Respekt. Schon mal was von Ladies First gehört? Das Serum sollte zuerst bei... Connors verursacht diesen Albtraum und kauft sich mit diesem halbgaren Gebräu frei. Erstaunlich. Man könnte meinen, dass er mir Oscorp wegnehmen wollte. Dr. Smythe. Ich will nicht, dass du sein Versuchskaninchen bist, Gwen. Schöne Gwen. Wer weiß, was das Serum tut. Wenn es jemand riskieren muss, dann ich. Nein! Wenn es wirkt, produzieren wir es bei Oscorp. Nicht in einem Irrenhaus oder Kanal oder Spinnennetz. So, dann wollen wir mal. Dr. Smythe, was passiert? Was habt ihr getan? Was passiert? Ein Heilmittel? Meine Beine! Meine Beine! Ich wusste, ich kann dir und Connors nicht trauen. Das ist euer Ziel, mich zu vergiften, uns alle zu vergiften. Da
damit seine Bestien die Stadt beherrschen. Das wird nicht passieren. Dafür wirst du zahlen, Spider-Man. Du hast der Echse vertraut? Was hast du getan? Das hätte nicht passieren dürfen. Gwen, es tut mir leid. Es sind einfach zu viele. Beste Synchro aller Zeiten. Muss rennen. Muss rennen. Muss rennen. Ja. Wow. Und erstmal hier hin. Dahin. Es hätte nicht so kommen sollen. Es tut mir leid. Ich dachte, ich mach was Gutes. Ha, hu, hu. Und schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Klar ist er verrückt. Peter, kannst du mich hören? Gerade so. Gwen, alles okay? Ging mir schon besser. Also, ich denke, ich kann dir mit der Tür helfen, aber es wird etwas dauern. Tut mir leid. Keine Entschuldigung. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Ah, die Turteltäubchen. Die Arbeit? Tja, ich schicke ein paar meiner Spielzeuge zur Ablenkung. Oh oh, das wird ekelhaft. Das wird richtig, richtig ekelhaft. Gwen, hörst du mich? Warte, Peter. Einfach immer in Bewegung bleiben. That's the trick. Weil die Roboter sind mies. Gwen, bist du da? Gwen! Solange ich hier schön tingle, geschafft, kann ich überleben. Gwen? Komm schon. Du musst hier hin, Spider-Man. Und dann hier rein. Alles klar, perfekt. Uff. Moment. Oh, Säure. Säure. Okay. Als nächstes eine Ninja-Nummer. Das bedeutet, ich muss hier so hin und ja, nicht den Schleim anfassen. Die Kamera ist mein größter Feind. Jetzt erstmal hier hin und keine Laser. Sehr gut. Alles klar, ich bin raus. Ja, so fast. So halbwegs. Lass mich einfach durch. Oh oh, oh oh, oh oh, hier sind Geschütze. Einmal ran. Demolition und wir können hier landen. Hier komme ich nicht durch. Aber hier sind noch Teile. Die sollte man mitnehmen. Und das nächste Geschütz hier easy. Die zerstöre ich. Die könnte man wahrscheinlich auch ignorieren. Aber. Wow, 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 wow. Aber die geben halt Teile. Deswegen immer schön wegholen. Was denn? Was macht er denn? Spider-Man, was machst du hier? Was sind das für merkwürdige Moves? Drauf geschissen. Gib mir mal das da. Auch den Kühlschrank. Freiheitskühlschrank, rette mich. Ist doch ein Kühlschrank, oder? Könnte auch ein Snackautomat sein. Freiheitssnackautomat, rette mich. Oh, das wird wehtun. Du bist die Lachnummer der Fernkampfeinheit. Manche sagen, du wärst tot. So gut wie tot. Hier kommt noch mehr Schmerz. Schmerzen, ich verteile Schmerzen. Wo, hier drüben. Und zack. Komm schon. Nice. Und zack. Kann ich bitte gehen? Ich mag die Firma nicht. Die Firma ist einfach unswaggig. Aber dafür haben die gute Comics hier. Sehr gute Magazine. Und Audiobeweise. Sehr, sehr gute Audiobeweise. Ui. Spider-Man. Muss hier drüben hin. Okay. Oh, Säure. Oh, Bluten. Bluten macht Spaß.
ist nicht mein Tag. Okay, ist absolut nicht mein Tag. Du bist erledigt. Ja. Ein riesiger Motherfucker-Skorpion. Guck mal hier, Spritz, Spritz, Spritz. Was hältst du davon? Hm? Artenkreuzungsduell. Oh oh, er setzt seinen Mundgeruch ein. Das sah nicht gut aus. Gar nicht gut, Bruder. Oh, 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 ist das gut? Oder darf ich mitmachen? Oi. Oi. Ohoi. Also diese Art von Sprinkler will ich nicht in meinem Blut. Oh, das ist so viel Säure. Ah, das Ding ist ganz schön biestig. Too much Säure. Er spart das Zielen mit. Oi. Oh. Immer schön flippen. Immer schön flippen. Riech meinen Fuß. Boom. Game over. Danach brauche ich eine Massage. Ich schätze, manche Leute können das abschütteln und weiter auf hart machen. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Tja, ich kann schütteln und bin immer noch hart. Wenn du verstehst, was ich meine, Spider-Man. Boah, die Folge geht super lang. Schluss jetzt. Feierabend. Noch hier raus, aber dann Schluss. Da will ich aber einen Bonusdaumen sehen. Wie geht's denn hier raus? Da oben? Ausgang? Ah, doch wirklich da oben. Connors Gegenmittel sollte sie retten. Nicht zum Krüppel machen. War das seine Absicht? Ich muss mit ihm reden. Sofort. Zum Ich sagte Feierabend. In Ordnung. Wenn mir das Angst machen soll, funktioniert es. Wo hast du dich versteckt? Ja, wie das Ganze hier weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich lasse jetzt mal schön hier die Stadt zerstören von einem gigantischen Killer-Robo-Wurm. Schnell sein! Danke fürs Zusehen. Bewerten. Schnell bewerten, dann kommt auch schnell die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss, oh Gott, riesige Würmer!